ziemlich viel Elend, was sie da angerichtet haben. Da, die waren schon sehr erfolgreich mit ihrem Angriff. Oh. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Na, ein Wutbruch. Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern. Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Das an seinen Händen sieht schon ein bisschen eklig aus, die Wunde, ne? Ja, als ob es niemals verheilen würde. Wir sind so weit. Ich hab viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Er drückt da so doll, dass es dann blutet. Ja, ja. Ja, das ist zu doll gedrückt, Mann. Ah ja. Ah ja, klar. Trottel. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Okay. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Okay. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Sag das Richtige los. Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, was ist? Wir sind übel dran, Jacob. Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken. Ich weiß. Ich kümmere mich um die Verletzten. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können. Sophia hält sie auf, bis sie eintreffen. Ich bete, dass du recht hast. Okay. Ich schicke einen Läufer, wenn wir soweit sind. Echt übel. Ich sehe noch immer nicht richtig. Wie übel. Nimm nur, was wir brauchen. Wir ziehen los? Sobald die Verletzten transportfähig sind. Krass. Ja, weißt du, ne? Das wollen sie auch machen. Du kannst ja da nicht Ewigkeiten warten. Nee. Nächster Satz, nichts weiter. Also, Flux zurück. In die Mitte nachgeschaut. Wenn wir da reinkommen, ne? Immer das vorausgesetzt. Da oben scheint noch was zu sein.
Einzelteile. Sehr gut. Ja, dann habe ich dann noch ein bisschen Schrotmuni dazu. Und eine Schatzkarte. Sehr schön. Und die nehme ich natürlich gerne. Jetzt scheint hier nichts zu. Oh, doch, da ist glaube ich ein Buch oder so. Ne? Nee, nur ein Tisch. Stuhl, so ein kleiner Klappstuhl. So ein Campinghocker praktisch. Ne? Okay, das bringt nichts. Schade. Das ist so die letzte Waffe, die einem noch fehlte. Ne? Das kann man. Kann ich Ihnen etwas holen? Wer ist da? Bist du das, Monia? Nein, bin ich nicht. Ruh dich aus. Sie kommt bald. In den Außenbezirken lodern noch immer Feuer. Die letzten Holzbauten werden bei Anbruch der Nacht verbrannt sein. Das Herz unserer Stadt ist verloren, begraben unterm Eis. Es tröstet mich ein wenig, dass die mongolischen Angreifer getötet wurden, wie auch die Krieger des Propheten, die für uns starben. Und der Prophet selbst. Niemand hat ihn seit dem Morgen nach der Belagerung gesehen. Wir brauchen seine Weisheit mehr als je zuvor. Wir haben nicht genug Nahrung für die Überlebenden. Manche glauben, das Schlimmste sei vorbei. Aber ich fürchte, das stimmt nicht. Puh, das ist natürlich übel. Ich kann das nicht. Brauchen Sie Hilfe? Die meisten dieser Männer wären tot, wenn sie nicht gekommen wären. Wir stehen tief in ihrer Schuld. Mir leid. Nein! Tja. Es heißt, sie interessieren sich für die Vergangenheit. Ich mein Bein, das geht nicht! Da auf den keine Boden Hilfe, wenn ich dich treffen kann! Dann wirst du sterben, verstehst du mich? Dein Bein wird verfaulen und es kommt wieder in Ordnung. Willst du das? Tut das weh? Ja, das Bein amputieren. Eine gängige Methode. Bei schweren Verletzungen und Nekrosen. Ja, aber ob man wirklich das Bein verlieren sollte, also ob man da sagen würde, okay, wie bin ich drauf, anstatt dass ich mein Bein verliere. Schwer zu sagen, weil man selbst nicht in der Situation ist. Ich glaube, ich würde das auch nicht so lustig finden. Ja, ich bin anscheinend, das ist ja wirklich eins. Da oben scheint es zu sein. Da können wir auch wieder zurück, so wie es aussieht. Ja, guck mal nochmal, was wir hier so Schönes haben. In diesem Haupttunnel, ja. Vielleicht ein paar Münzen, das wäre ganz schön. Ich hätte jetzt nichts dagegen. Ja. Dass wir vielleicht dann doch endlich diese anderen Sachen kaufen können. Die Lagerfeuer wäre jetzt auch nicht schlecht, dann würde ich gucken, ob ich irgendwie die Sachen verbessern kann. Ne? Die Pumpgun, das andere Gewehr und so weiter und so fort. Sieht doch hübsch aus hier. Geht es nach oben oder nach unten? So wie es aussieht, geht es wieder nach unten. Okay. Oh, das sieht ja gruselig aus, wenn wir sie nutzen. Stalaktiten und so. Ja, das ist jetzt richtig bezeichnet, keine Ahnung. Ich bin mit denen immer durcheinander. Welche das sind, die von oben wachsen, welche das sind, die von unten wachsen. Ja. Oh, ist das nicht ein bisschen Wasser anziehen? Dann ist das episch schwer. So. Naja, episch schwer vielleicht nicht. Das ist nicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest ist es nicht ohne. Hätte er jetzt eben schon was gesehen? Ich muss irgendwie darüber kommen. Vielleicht mit einem Seil. Ah, da hinten soll ich hin. Okay. Ah, das würde gehen mit dem Seil. Guck mal. Ah, das funktioniert gut. Kein Thema. Oh, das hier. Ja, das ist das wirklich. Und davon ist glaube ich das. Eine Art Begräbniskammer. Übel. Hammer geil. Das würde ich mir auch gerne mal angucken, diese Stätten, die in den Berg gehauen sind. Die kompletten Dörfer haben.
Das ist ja alles in Gebieten, wo es zu viel Er sollte wohl zur Dekoration dienen, aber niemand hat ihn als Getreidekorb benutzt. Deshalb ist es immer so schade, dass man viele Orte da nicht rankommt, ne? Weil es halt so viele Unruhen gibt und alles. Die Leute zu sehr beschäftigt sind, sich gegenseitig mit Schädel einzuschlagen, anstatt so gemeinsam voranzukommen. Ja, sehr unschön. Großartig. Sehr schön, wir haben auch ein Level Up. Das gefällt mir. Was haben wir denn hier? Machen wir das so. Schon ganz okay. So, dann mal gucken wegen den Waffen. Die schwere Pistole gibt es noch nicht, ne? Nee, da fehlt noch was. Wie lohnt das hier? Ich bin jetzt auch nicht so glücklich. Oh. Na gut, ist denn das besser, aber. Schade, es hier natürlich um einiges höher. Aber wir müssen noch ein bisschen hochpushen können. Das gefällt mir. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute und sehen wir uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, los dahin. Oh ja, das ist jetzt aber.